In dieser Arena hinter mir findet das größte YouTuber-Fußball-Event des Jahres 2022 statt. Und wir schauen jetzt rein. Viel Spaß in diesem Video. Und in diesem Sinne, Freunde, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video aus der wunderschönen Stadt Köln. Was geht, Maschine? Alles fit? Lange nicht mehr gesehen. Was geht, Bro? Alles fit? Ja, grüß dich, Randy. Freut mich. Was geht, groß? Alles fit? Danke, Rob. Hätte man das gebraucht oder hätte mit Handy auch gereicht? Du hättest auch ein Handy-Dings nehmen können, ne? Warum steht dann hier so fett drauf, dicke Bliblablub, dies, das? Du wolltest ja überrascht werden. Ja, gell? Wir sind drin auf jeden Fall, Leute. Wir sind drin. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr fette Arena. Wow. Ich bin wirklich beeindruckt. Erstes Mal für mich auch in der Lanxess Arena. Crazy groß. Leute, der Franklin ist auch hier. Den werden wir erstmal direkt gleich nerven, wenn wir sehen. Weißt du, wie er mich begrüßt hat? Wie? Er so, ich werde euch jetzt Münchenverbot erteilen. Ich habe auf ein Video von euch reagiert, wo ihr behauptet hättet, dass ich nicht schön essen kann. So gehen auf jeden Fall die VIPs rein. Ich kann auch nur in den VIP-Bereich, weil ich Lukas kenne. Danke nochmal. Ich kann nur da rein, weil ich dich kenne. Danke nochmal. Aber es sieht big aus, ja? Yeah? Big thing. Das ist voll klein. Was sagst du? Schon eine crazy große Arena, oder? Also es ist schon wirklich beeindruckend. Wow. Der Krankenwagen, der vor uns war, ne? Ja. Der ist hier hingefahren. Jemand verletzt. Verletzt. Die Revi. Nein. Der ist hier hingefahren. Revi hat sich schon verletzt. Gute Besserung an Revi. Was geht, Bro? Alles fit? 360 View sieht auf jeden Fall folgendermaßen aus, Leute. Leute können überall sitzen. Die Leute sind schon alle auf dem Zelt. Es geht los. Prediction, so wer gewinnt heute? Dass dieses Gamer-Team mit Visca Barca und so, dass die gewinnen werden. Weil das okay. Ist alles so diese FIFA-Gamer, okay, ja, die weißt du, die spielen Fußball, seitdem sie Babys sind. Ich tippe auf Flying Uwe. Ich auch. Okay, Prediction, Bro? Eigentlich will ich so Max sagen, ja. Max-Team. Aber auf Ernst, ich habe gesehen, Marc Eggers kann auch nochmal gut spielen. Okay. Und Tim Gabel hat auch einen sehr guten Schuss. So mein Herz schlägt trotzdem für Max. Okay. Muss ich sagen. Sehr schön. Off-Cam, nein, Spaß. Ich bin auf jeden Fall auch für Max. Habe ich vorher zwar nicht gesagt, aber ja. Prediction, Gruppenphase 4 Spiele gewinnen wir 2-1 unentschieden, 1 verlieren. Nein, der Sieg ist das Minimum. Ja, ja, dann kommen wir erstmal weiter und dann sprechen okay. Wir nochmal. Okay, passt. Dann sprechen wir nochmal. Ich schwöre, ihr hättet ein Team machen müssen. Das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Achso, ich habe auch gesagt, guck mal, wenn ich ein Tor schieße, jubel ich so. Den Serge. Also, Prediction für heute. Wir haben gesehen, eine Verletzung schon bevor es losgegangen ist. 3 weitere Krankeneinsätze. Seven vs. Wild Team fliegt zuerst raus und Team Orange gewinnt. Ich habe auch auf Orange getippt, oder? Ja, hast du. Digga, wir gehen Vorrunde flöten. Ein Team kommt nicht weiter und das sind wir, das sind wir. Ich sag's dir. Herzlich willkommen, Köln! Grüßt mit hier den Veranstalter Trybacks! Auf Randys Nacken, auf Lukas Nacken, ich weiß nicht, bei wem bedanke ich mich? Auf Lukas immer. Auf Lukas Nacken. Die Firma dankt. Flying Uwe sehe ich. Ich sehe, also ich bin ehrlich, ich kenne auch nicht alle Leute, aber Flying Uwe, komm, da sind wir uns alle einig, den kennt jeder. Einer deiner oder dein Teammates-Kollege. Flying Uwe ist ja echt schon eine gute Maschine, Alter. Der soll einen großen haben. Safe nicht größer als meiner. Bestimmt größer als meiner. Marc Eggers hat auch ein Team, Amar hat ein Team, Visca Barca kenne ich noch. Team Tribe! Guter Intro-Song auf jeden Fall, Jay-Z, mein Lieblingskünstler. Yeah, can I get an encore? Do you want more? Cooking raw with a brook. Erstes Tor werde ich auf jeden Fall festhalten für euch. Yeah. Wer hat das erste Tor geschossen? Aber der ist auch klein, der hat so diese Messi-Statur. Tor mit Ansage, Tor mit Ansage. Jetzt mal, um kurz was Ernstes zu sagen. Man Bro, es sind einfach nur YouTuber, die so eine fette Halle hier voll machen wollen. Das ist der Traum von jedem. Von uns allen, weißt du, ich meine, das ist crazy. Also wirklich Respekt. Flying Uwe reißt das Ding hier, der geht ab, oder? Der ist einfach so ein rennender Bizeps, ja. So, Freunde, es ist jetzt soweit. Dave, Max. Der Auftakt in dieses Gruppenspiel. Jetzt meine gespielt auch mit Mütze. Oh, Junge, die haben alle hair grown problems. Nein! Wie konnte man so ein Tor kassieren? Oh, jetzt sieht es so aus, als würde gleich Max und Dave sein. Oh, 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 oh. Dave ist gerade rausgegangen. Max ist noch auf dem Spielfeld. 6 bis jetzt. Insgesamt ist am Klimmzug gemacht. 8.
Leute. Oh, Held! Ist aber jetzt Pilz. Danke. Kuss geht raus an Julian. We drunk. We drunk. We. Wie viel Sinn macht Max im Tor? Ja, geht. Nein, nein, wir machen das nochmal. Wie viel Sinn macht Max im Tor? Es geht. Es gibt einen Elfmeter. Es gibt einen Elfmeter, Leute. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob nicht Lukas und Randy Fußballkommentator werden sollten. Wir haben keine Ahnung, aber wir kommentieren gut. Be my daddy. Lukas und Randy werden jetzt kurz mal eine Pinkelpause erledigen. Ich will, so Pommes. Ja, ich will auch Pommes haben. Ich trinke keinen Alkohol. Heute nicht oder generell? Heute nicht oder generell? Also jetzt seit 3 Monaten nicht mehr. Ja, okay, das ist gesund. Ich bin extrem genervt gerade von ihm auf jeden Fall. Ja, das ist auch. Ich habe mich schon auf der Weihnachtsfeier so abgefangen. Das ist vielleicht etwas, was wir jetzt nicht ganz so festhalten müssen. Das ist für dich, das ist Kinder. Limonade. Ah ja, Limonade. Ganz kurz für euch auch da draußen. Ich will euch nicht nur das Fußball-Event zeigen, sondern ich werde euch auch ein bisschen zeigen, was auf der Afterparty geht. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob man das muss, aber... Können wir aber ganz kurz darüber reden, dass egal wie krass andere YouTuber sind und so, okay? Randy hat den teuersten Kameramann der Welt. Deswegen lasst gerne ein Like und einen Kommentar und ein Abo und alles, was man noch... 20 Minuten später. Wir haben die Aftershow-Party geklärt. Yeah, 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 yeah. We're going to the after party, yeah. Let's go. Oh. Sehr gut, Max, sehr gut. Super. Aufpassen, Bruder. Wir rein. Da konnte man nichts machen. Das ist kein Problem. Egal, egal. Oh. Ganz kurz, wolltest du das Tor treffen oder was war das gerade? Das ist nicht mein Sport. Yes. Ja. Ich bin jetzt Menschenkicker. Mal lernen das Ding. Ja, du. Ja, okay. Wer hat so diese Idee einfach lassen? Ich frage jetzt, mach's einfach, ob er mir sein Shirt kriegt. Ganz kurze Frage, wer kriegt dein Shirt aber? Frau oder Randy? Das. Oder Lukas. Also oder die, Lukas. Oder Lukas. Das T-Shirt kriegt das Publikum. Dave, ich habe eine persönliche Frage. Ja. Kriegt Randy auch ein T-Shirt? Du kriegst das von mir unterschriebene. Ohne Schweiß. Mit Seele. Das ist das Gruppenphase-Rausflieg-Trikot. Persönlich würde ich sagen. Wer, wenn nicht du? Damit gehe ich auf die Afterparty, gell? Stinky Fella. Nein, das ist nicht verschwitzt. Kuss geht raus an Dave, bester Mann. Ist auch die Nummer 10. Welcher Spieler ist Nummer 10? Nummer 10 ist Messi. Ich bin 5 normalerweise. Ronaldinho war eine 10. Ich sag, Messi ist eine 10. Wenn Ronaldinho jetzt nicht eine 10 ist, Bruder. Okay, Ronaldinho ist eine 10. Jetzt schau, Messi. Ist er eine 10? Paris hat den 30 gespielt, Argentinien Nationalmannschaft 10. Messi, Messi. Cristiano Ronaldo, Sui. Also ganz kurz, Jamule tritt auf. Da ist schon wieder ein Flitzer. Einfach der zweite Flitzer jetzt in 2 Minuten. Aber das verleitet irgendwie. Das gehört sich nicht, das ist nicht sportlich, das ist sehr, macht das auf keinen Fall. Man muss die Sportler respektieren. Eine Stunde später. Für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, auf jeden Fall. Team Eggers hat heute den Sieg geholt. Herzlichen Glückwunsch. Kuss geht raus. An Team Eggers auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Kuss geht rein. Spoist and Slice. Maria, Maria. Stell die hin und mach mit 2 Händen, Bruder.